Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche. Die kalte Jahreszeit ist eingebrochen und wenn es winterlich kalt wird, sind warme Suppen und Eintöpfe genau das Richtige. Sie wärmen und verwöhnen uns mit Vitaminen und Mineralstoffen, die vor allem das Immunsystem stärken. Ein Klassiker unter den Suppen ist die Hühnersuppe, die in vielen Ländern in unterschiedlichen Varianten auf den Tisch kommt. Ich beginne heute mit einem sehr einfachen Rezept und zeige, wie man eine Hähnchenreissuppe, der ich einen marokkanischen Touch verleihe, herstellt. Sie schmeckt, ist gesund und vor allem super einfach. Wir schauen uns direkt die Zutaten an und dafür brauchen wir Hähnchenfleisch. Ich habe Oberschenkel genommen, weil sie der Brühe durch die Knochen ein intensiveres Geschmack geben. Dann habe ich 180 Gramm Milchreis, eine gehackte Zwiebel, eine Handvoll Petersilie, zwei Hähnchenbrühwürfel, natürlich Salz und Pfeffer, 2,5 bis 3 Liter Wasser und etwas Rapsöl. Die Zubereitung ist wie gesagt sehr simpel. Wir dünsten einfach die Zwiebeln in 2 Esslöffel Öl an. Fügen das Hähnchenfleisch hinein, sobald die Zwiebeln glasig werden. Dann bröseln wir die Brühwürfel hinein und löschen das Ganze mit Wasser ab. Lassen die Brühe jetzt für 40 Minuten bei mittlerer Stufe kochen. Das Fleisch wird nun, nachdem es gar ist, aus der Brühe entnommen und durch den Reis ersetzt. Die Petersilie wird klein gehackt und dazugegeben, damit sich das Aroma schon mal entfalten kann. Der Reis wird jetzt bei mittlerer Stufe noch für ca. 15 Minuten gar gekocht. Das Fleisch löse ich in der Zwischenzeit von allen Knochen und zupfe es mit 2 Gabeln in kleine Stücke. Jetzt gebe ich das klein gezupfte Fleisch noch zum Reis und lasse es wieder für die restlichen 5 Minuten mitkochen. Die heiße Hühnerbrühe gießt ihr mit dem Reis in einen tiefen Suppenteller, die Hähnchenstücke in der Mitte in die Höhe dressieren und dazu, wenn es einem gelüstet, noch eine Scheibe frisch gebackenes Brot. Et voilà, super einfach und super lecker und ich finde, das ist die ideale Suppe für die kalte Winterabende. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergisst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr mehr Suppenrezepte haben wollt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare. Vergisst meinen Kanal nicht zu abonnieren, um weitere Videos zu erhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Videorezept. Tschüss!